Ich geh erst Hallo. nochmal. Okay. Jetzt bin ich dran mit Essen. Ich gehe sterben. Boah. Jetzt haben wir auch gar Meiste nicht mehr genug wahrscheinlich Zauber, um die kaputt. Waffen. Die Ich haben die komme wieder Waffen auf jetzt gar den nicht verbessert, ne? Abspann. Wie viele Abstrecksäuren haben wir denn jetzt? Oh, Mann. Drei Stück. So, das ist jetzt auf vier. Immer der. Auf drei. Dann ist sie vollständig, das ist doch schön. Schön, dass ich sie jetzt nicht brauchen kann. Oh, das wird so nervig. So, Gebrauchsgegenstände. Was macht denn Sinn? Erstmal lautes Spielen. Nö. Eine große Menge Entschlossenheit. Das nicht schlecht. Bogenschaden. Entschlossen sind für 3 Minuten. Steckt den Gegner in Brand. Oh nein. Vergiftet den Gegner. Halte ich ja alles für eher nicht so wichtig. Geschlossenheit, das ist vielleicht nicht schlecht. Das. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ach ja, was soll's, das wird schon. Die habe ich ja schon ganz vergessen. Die lustigen Gestalten. Moin! Hallo. Holst du ein paar Pilze oder was? Ja, und ich habe mal kurz meine Schnellleiste auf Bosskampf eingestellt. Hm. Und ich habe den Streitkolben auf 5 verbessert und das Schwert auf 4. Okay. Wie es scheint, lohnt sich das auch.
Was wir auch mal hätten machen können, was ich gerade gesehen habe, für dieses tolle Event, was es hier gibt, hätten wir da lang laufen können, weil da sehe ich nämlich sind auch noch Pilze, Kürbisse. Weißt du? Mhm. Du springst dich nicht an. Ja! Volle Entschlossenheit. Und nein, stricke mich nicht davor, zum Bosskampf zu gehen. Ich lese gerade eine Überschrift auf GameStar. Age of Empires 2 Definitive Edition. Neuer Trailer zeigt, wie Battle Royale zur Strategie passen soll. Was? Also das macht irgendwo Sinn, klar, wenn du aber doch nicht mit 99 Leuten. Dann nicht auf, also so mit 8 oder so vielleicht, dass du eine kleine Karte hast, wo sich jeder ganz schnell aufbauen muss. Ja, aber im Grunde ist Age of Empires halt ein Battle Royale, ne? Ja, stimmt. Ist ja absolut richtig. Okay. Ach, man hat auch gar keine anderen Siegel hier. Man kann nur normal. Doch, jetzt habe ich wieder ein Siegel. Hat eben nicht kein Siegel drin. Nee, jetzt ist es wieder weg. Hä? Ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt ist es wieder da. Da liegt noch meine Seele, ne? Aber die bringt. Nee, die bringt keine Heilung, weil die Seelen sind. Ja, richtig. Och komm, als ob das kein Treffer war. Da war das Ende der Karte. Sehr lustig. Oh, ist ja lustig. Okay, das klappt nicht, wie ich mir gedacht habe. Schade. Ja. Hm.
Die Figur Nivellen taucht in der zweiten Staffel von Witcher auf. Und der ist aus meiner Lieblingskurzgeschichte. Als ob da noch eine Welle nachkam. Hallo, hört doch auf jetzt. Mama. Reicht. Das ist die perfekte Welle. Ja, natürlich trifft er mich damit. Klar, was auch sonst. Hui! Ich habe auch gar keinen Bock mehr auszuweichen. Oh. Die haut auf den Boden. Scheinbar nicht. Ach komm. Du Bastardkind. Was war das denn? Der hat so komische Bewegungen. Ich meine, guck dir mal an, wie der aussieht. Ja, aber das ist ja anders komisch, wenn man macht. Ja, komm mal, so dem, wenn mich die Welle trifft. Was ist denn das für ein scheiß Problem hier? Nee, das ist man nicht. Ach, man kann... Ja, klar, natürlich. Jetzt hör doch auf! Was ist denn das? Meine Fresse! Warum bist du denn immer so weit weg auf einmal? Guck mal, wie sich dabei immer nach hinten drückt. Das ist ja voll die Kacke. Hast aber keinen Schaden genommen, ne? Ja, jetzt von denen, so aber. Dumm. So dumm, es ist so dumm. La 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 la, leck dich am Arsch. Ja, erst dich einhacken. Weg. Einer ist doch da, ne? Ja. Jo. Jo. Jo.
Warum parierst du denn nicht? Der hat mich nicht mehr getroffen. Der hat durch mich durchgeschlagen. Das ist doch lächerlich. Ich hole noch Nachtisch. Ey, Mann, roll doch! Ich hab mir so viel Essen geholt, ey. Das ist unfassbar. Kriegst du die nicht? Ich kann ja nicht rein und darf mich einsaugen. Nee, das hat sich auch absolut gar nicht gelohnt. Ich habe nur einmal komplett Heilung verbraucht dafür. Das würde ich nicht empfehlen. Meine Güte, jetzt komm da doch wieder raus. Diese komischen Scheißdrehungen, die man macht. Sind die eklig? Nie sowas Ekliges gegessen. Thank you.
Mann, dann weich halt nicht aus. Jan ist immer auf dem Kopf, ey. Ein geiler Move. Ja, natürlich. Ja, Ausdauer mehr. Mann! Verpisst euch! Jetzt trifft mich mit dem Angriff nicht! Der haut durch mich durch! Guck dir das an! Ja, und im Ding dann. Richtig gut. Jedes Mal. Ich will glaube ich war noch ein Steinform drin, aber okay. Fähigkeit, hast auch noch Waffenfähigkeit. V
Sieh, du hast eine zweite Form. Bei der Entnahme der Glandula des dunklen Vaters hast du die Wahl, aufzusteigen. Der Aufstieg beendet deine Zeit in der Welt der Sterblichen. Du steigst auf und fängst erneut in Falgrim im Modus Neues Spiel Plus an. Solltest du dich entschließen, nicht aufzusteigen, bleiben deine Speicherdaten bestehen und du kehrst zurück nach Falgrim. Ja, dann aufsteigen, wa? Ja. Tschüss. Ey, die Folge ist noch nicht zu Ende. Ja, also ich muss natürlich meinen obligatorischen Applaus auspacken, weil für 30 Euro habe ich nichts zu meckern, tatsächlich. Nö. Für den Preis nicht. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Macht eine Menge anders wie die anderen Souls-Spiele und ist auf jeden Fall vieles dabei, wo man sagt, jo, oh. Nice. Ja. Hätte man tatsächlich wahrscheinlich, wenn man sich richtig reingehangen hätte, in einem Wochenende durchspielen können oder in zweien? Ja, mit Sicherheit. War dafür aber okay. Also. Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, da von sowas wünscht man sich dann gerne mal einen zweiten Teil. Ja. Mit neuen Innovationen und so weiter. Oh, mag ich. Doch, doch. Dieses Verhärten ist halt mal was anderes. So im Angriff und so. Mortal Shell. Sterbliche Schellen. Jetzt muss ich aber leider sagen, dass ich nicht mitbekommen habe, dass wir in weder dem einen noch dem anderen Bosskampf, den wir heute hatten, ich irgendwelche Metal-Musik von einer griechischen Metal-Band gehört habe. Nee, ich auch nicht. Ich hatte das eingeschaltet, das weiß ich tausendprozentig. Und ich gucke gleich nach, ob es wieder aus ist. Weil dann wissen wir Hier es mit ja. ihr, ne? Ja. Pray. What wayward spirit beckons? Oh, it's you. Welcome back, foundling. Yes, it's all happening again. This is the burden of immortality. Toil without end. Our spirits fragmented by the profane eternities. But there's comfort, even a certain pleasure in ritual. Where were we? Oh, yes. Sip this and you'll see. Yes, taste the truth. Ja. He ushered me deeper into the labyrinth.
It must have been dug by a thousand hands. I ignored much of what he said until he called my name. Smiling, he forgave me for the crime I would soon commit. It was all etched in stone, he assured me. These were the ravings of a madman. This is madness. The brigands fell upon us with crude knives. Trailing blood, I stumbled into a cavern. Deep within, a priest welcomed me, clutching a tablet. He promised I would be reborn within the shadow of the revered. But he could do nothing for my injuries. Madness? This is Sparta! 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 Ja, cool. Sparta. Ja, und so würden wir jetzt alles von vorne beginnen. Ja, kannst wieder reinlaufen. Kann doch mal Geisha machen, hey! Nee, ja. Dann kann ich nämlich das Video beenden und eventuell in die Badewanne gehen. Wuhu! Okay. Weil ich ja wusste, dass du den Boss First Try legst. Ich nicht, aber gut. Nee, du hast das wirklich nicht geglaubt, das hat man gehört. Nee, hab ich nicht. Ich dachte, gleich ist mir vorbei. Ja, der braucht ja, aber cool. Auch keine zwei Phasen. Der war ganz gut so wie. Nee! Nee, also zweite Phase, ich bin drüber aufgeregt, nachdem die erste so lang ist. Ja. 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 Vielen Dank und dann ein letztes Mal. Tschüss. Tschüss.